Da hat einer sehr viel Vertrauen in seine Käfer-Pokémon. Mal sehen, ob es auch schafft gegen uns. Und ich habe dieser Knosp vorne. Juhu! Das freut mich mal wieder. Dann ist er mindestens im Vorteil. Und Raupi? Ist mich verkackeiern? Raupi? Er kann doch nichts gegen mich. Das wechsle ich jetzt nicht. Ja, tut mir leid. Das ist ja nix, Raupi. Was kommt jetzt? Hornio, Alter. Na gut, aber ich wechsle trotzdem mal, weil Olli noch ein, zwei Level braucht, um wieder auf unserem Stand zu sein. Ich überlege gerade, wann wir unsere nächste Teammitglieder finden, weil ja, unsere Teammitglieder sind einfach zu overpowered. Die EP müssen mehr verteilt werden. Überlegen, überlegen. Wann kriegen wir das nächste Teammitglied? Also, wir kommen jetzt ja nach hier. Was? Blutzug? Was ist Blutzug für ein Pokémon? Käfer? Gift? Keine Ahnung. Das denke ich ein Käfer. Naja. Nächstes Pokémon, genau. Welche sind es nochmal? Das da. Okay, das dauert noch ein kleines wenig. Ein bisschen. Ah, ihr wisst, was ich meine. Dann das andere, das bekommen wir noch etwas später. Was war das dritte nochmal, was ich wollte? Habe ich hier nicht irgendwo aufgeschrieben? Du und... Wer ist denn der dritte? Ah, gibt's keinen dritten! Ich Lappen, ich hab doch schon vier Pokémon. Dann fehlen ja nur noch zwei. Eins, zwei, drei, vier. Ja, natürlich, dann fehlen nur noch zwei. Mann! Ja, dann das eine bekommen wir recht bald und das andere dauert ein klein wenig länger. Und noch ein Pokémon-Trainer. Ich gehe durch den Felstunnel nach Lavandia. Ich auch. Da will ich nämlich einiges erledigen, wie mein Hypno umbenennen. So, Ratfratz. Hey! Naja, ich meine, es gab nur 150 Pokémon, also was soll man denn schon machen? Heutzutage gibt es nochmal wie viele Pokémon? 400, 500? Irgendwas. Ich frage mich, wie lange Pokémon eigentlich noch so bleiben wird. Weil ich meine, bis in die Unendlichkeit kann es auch wieder nicht gehen. Ja, Pflanze effektiv, gut. Weil irgendwann muss ja Pokémon aufhören. Beziehungsweise Pokémon hat ja noch viele Spiele. Es gibt ja nicht nur die Hauptspiele, wie erste Generation, zweite. Jetzt habe ich nicht gelesen, welches Pokémon. Sondern gibt auch, ja, was weiß ich, Poképark. Und Pokémon Mystery Dungeon und irgendwie so ein Kram. Da kenne ich mich noch weniger aus. Aber wäre interessant auch mal ein Pokémon-Spiel zu spielen, das nicht zu den Hauptspielen gehört. Müsste ich auch mal machen. Müsste ich erstmal eins zulegen. Ich habe kein einziges. So, Level 28. Das ist schön, aber du bist mir zu overpowered. Sandan, keine Ahnung, was du bist. Egal, Olli, mach ihn fertig. Hab übrigens vor kurzem etwas über die Amerikaner gehört. Über die Amerikaner hört man ja immer wieder Geschichten. Und zwar etwas sehr Interessantes. Die Amerikaner haben ja so ihre kleinen Wohnsiedlungen außerhalb von Städten. Das ist einfach so eine Siedlung, wo Haus an Haus gereiht ist. Und die Häuser sehen ja absolut gleich aus und die Gärten und so weiter. Also fast gleich. Natürlich kann man ein bisschen individuell gestalten, aber ihr wisst, was ich meine. So. Und da ist ein, hat unser Englischlehrer uns erzählt, dass eine ehemalige Schülerin von ihm dort studiert hat. Tolles, hohes Gras. Ja, dorthin gegangen ist zum Studieren und ihre Uni ihr eines dieser Häuser zur Verfügung gestellt hat. So, und da wollte sie einfach mal irgendwann abends ein bisschen spazieren, ein bisschen sich umsehen. Dann kam die Polizei auf sie zu und hat sie gefragt, was sie hier mache. Ich meine, wenn ihr einfach auf die Straße geht, um zu spazieren zu gehen, dann wird euch kein Polizist anhalten. Na gut, aber kann schon sein, dass hier vielleicht Kriminalität hoch ist, auch wenn es in diesen Siedlungen eigentlich nicht der Fall ist. Und ja, da hat man sie halt gefragt, was sie hier mache und so, hat sie halt alles erklärt, sie ist vor kurzem hier eingezogen, etc., etc. Und da meinten die Polizisten, ja, das ist nicht typisch, weil
normalerweise jeder, der über einen Block hinausgeht, nimmt normalerweise das Auto. Ist so. Jeder, der einen Block weitergehen will, nimmt normalerweise Auto. Weil, wenn jemand da rumläuft, könnte man denken, dass er nicht hier wohnt und nach Häusern sucht, die unbewohnt sind, um dort, ja, das Haus auszurauben. Schon extrem dort, muss ich sagen. Und jetzt kommt noch besser. Ein paar Tage später, also der Polizist meinte, bei ihr kommt noch einer vorbei, um sie zu begrüßen, etc., etc. Da kam auch ein Polizist ein paar Tage später, hat sich auch ganz nett vorgestellt und so. Und da hat er irgendwann reingeworfen ins Gespräch, mir ist aufgefallen, dass sie ihren Rasen nicht gemäht haben. Ich meine, was geht das den Polizisten an? Toll, ich habe meinen Rasen nicht gemäht und? Da hat sie auch natürlich auch komisch erst geguckt. Und dann meinte der Typ, wenn ihr Garten ungepflegt aussieht, dann zum einen sinkt das den Grundstückpreis von den anderen Häusern außen herum und man könnte denken, dass das Haus wiederum unbewohnt ist und Einbrecher könnten zu ihr kommen. Deswegen solle, also der Polizist kann sie nicht zwingen, klar. Aber der Polizist hat ihr vorgeschlagen, dass sie tut mir leid, war kurz abgelenkt. Dass sie ihren Rasen mähen sollte, damit sie dann so ungepflegt aussieht. So, Route 10 sind wir jetzt. Genau, das war schon, ist schon die nächste Route. Allerdings gibt es ja auch keinen neuen Pokémon, deswegen frage ich mich überhaupt, warum ich in hohes Gras reingehe. Wollte mich eigentlich nur da hinten ein bisschen umsehen. Genau, und da oben ist ja der Serververweg zu Zapdos. Da können wir aber noch nicht hin, leider. Deswegen machen wir hier weiter. So, Pokémon Center gibt es ja hier auch nochmal. Beziehungsweise gehen wir noch nicht rein. Warum hier so viele Zerschneiderbücher sind, habe ich auch noch nie gerafft. Soll das irgendwie hier Dekoration sein? So irgendwie ästhetisch oder so? Na gut, dich gibt's noch. Jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Ich wollte gerade sagen, als sie das mit der Pokémon-Arena erwähnt hat. Mann, jetzt kämpfen wir mal gegen eine echte Herausforderin. Und jetzt kommt das mit dem Besieg. Pikachu, naja. Da hattest du bei Rockhorn nicht sehr viel Chance, bei Misty. Ja gut, vielleicht hast du die Arena nicht gemacht, das kann sein. Ich bin hier wieder falsch. Und wie viel zieht's ab? Ja, Tackle reicht schon, komm, mach's noch fertig. Und weg bist du. So, diese Siedlungen übrigens, die werden ja auch nach, nach Personengruppe gemacht. Also in Amerika, also in jedem Land existiert Rassismus, das ist schon mal klar. So, und in Amerika ist dieser Rassismus etwas offener als zum Beispiel hier in Deutschland. Weil dort sagt man, ja, ich möchte eben nicht neben Schwarze, oder ich weiß nicht, Schwarze ist es, sagt man Afroamerikaner heutzutage, gell? Jedenfalls, ihr wisst wen. Sagt man ganz offen, ich möchte nicht neben denen leben. Ich möchte weg von denen. Also ganz offen sagt man das. Oder auch zu anderen natürlich, nicht nur zu Schwarzen, sondern was weiß ich. Was gibt's noch hier? Chinesen, Chinatown, okay, nee, das geht jetzt nicht so. Hier, die Hispanics, genau. Zu denen sagt man auch eiskalt, wenn man nicht als Amerikaner neben denen leben will. Dann sagt man auch, ich möchte nicht wegen dies und das dort leben. Hier in Deutschland ist ja der Rassismus, falls einer rassistisch ist, dann halt nicht so richtig direkt offen. Dann ist es ja eher so ein bisschen versteckt. Und da sind wir in der dunkelsten Höhle der Welt. So, nix Platini Mio. Abra. Oh, ich habe Abra-Blitz beigebracht. Okay, das wollte ich gar nicht, aber gut. Jo, und wir sehen was. Yippie. Gut, diese Höhle ist gar nicht so verwirrend, habe ich gesehen. Hat nur 2 Stockwerke und ist auch relativ klein. Aber, ja, wenn es stockdunkel ist, kann man sich hier schon verlaufen.
Meine Pokémon wollen kämpfen. Los geht's! Let's go! Yippie, was bist du denn? Pokémaniac? Achso, okay, okay, okay. Ein Tragosso? Das müsste was sein, Gesteins-Pokémon. Dagegen ist ja Pflanze sehr effektiv, also mach mal weiter mit Rankenhieb. Ja, hat schon drauf, cool. So, Rassismus hatten wir gerade, gell? Ja, Fleckmon, Fleckmon. Was ist Fleckmon? Ich habe keine Ahnung, was Fleckmon ist. Vielleicht Wasser oder normal? Sehr effektiv, naja. Psycho ist der Typ, stimmt! Ah! Der Typ ist Psycho! Und bitte trifft den! Oh Mann! Muss ich ja immer selbst schlagen und Konfusion nochmal. Alter, der macht mich bald fertig hier. Komm, aber schlag drauf. Dann halt nett. Habe ich nicht gerade mein Visa-Knopf geheilt? Der erste Trainer, der hier reinkommt und schon bin ich platt. Was ist nochmal gegen Psycho effektiv? Immer muss ich nachgucken. Merke ich mir das eigentlich irgendwann auswendig? Ich hoff's. Also manche weiß ich ja auswendig, aber viele halt nicht. Ah, Käfer war dagegen effektiv. Ja, nee, dann mach halt Platini hier mit Donnerschock, komm. Und sehr effektiv, dann ist auch Wasser. Wasserpsycho müsste er dann sein. Cool. So, weg mit dir. Game over. Genau, hast du richtig gesehen. So, Part ist ja noch kurz, von daher machen wir auch ohne dieser Knospe mal weiter. Ich meine, da hat sowieso sein Level. Ja, jetzt gehen wir hier rein. Habe ich irgendwie so Schutz an oder so? So, wo sind wir jetzt, bitte? Ah, da unten, okay. Leider sehe ich auf der Karte nicht, ob Items vorhanden sind, deswegen muss ich die selbstständig suchen. Und Zubat, wer hätte gedacht? Nervigstes Pokémon ever. So, habe ich jetzt noch ein Pokémon vielleicht? 26, 25, dann kommst du vor. Dann kommt Olli und dann kommst du. So, da ist nichts. Oder liegt es an Blitz, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass Pokémon kommen? Das könnte natürlich auch sein. Könnte. Muss nicht. So. Fleckmon schon wieder. Diesmal machst du mich nett platt, Junge. Diesmal habe ich meinen Donner dabei. Oh, Donner. Wenn ich das... Wann lernt Pikachu Donner? Oder muss ich das per TM finden? Wow, Alter. Du bist stark. Weg mit dir. Und mir wird hier langsam kalt, merke ich. 6 Grad draußen, das ist schon ein bisschen kalt. Muss gleich die Heizung anmachen nach dem Part. Sonst erfriere ich ja hier. Sternschauer, okay. Ja, bitte. Ja, dann... Ich guck kurz wegen Sternschauer. Bis gleich. Sternschauer, 60 Ding. Stärke und 100 Genauigkeit. Das mit der Genauigkeit wusste ich. Sternschauer ist ja bekannt dafür, dass es immer trifft. Aber ja. Ja, dann würde ich sagen, Heuler würde ich rausnehmen. Ja, Heuler weg und Sternschauer drin. Cool, wenn er es schon lernt, meine ich, kann man es ihm auch beibringen. So, bin erschöpft, schön. So, machen wir weiter. Nee, falsch rum gehe ich, gell? Ich muss nur links rum. Ah, jetzt bin ich natürlich wieder ein bisschen draußen. Erstmal weg mit dir, Zubat. Kein Bock auf dich. Genau, warum komme ich nicht gleich auf die Idee? Mann, oh Mann. Zubat, wer hätte es gedacht? Zubat, noch einmal, yippie! Und was kommt das als nächstes? Zubat, yippie! Alter, kann ich hier schon meine Stimme aufnehmen hier? Zubat, yippie! Ah, doch kein Zubat, okay. Ein Mascholo. Au! Ah, hier habe ich... Ich wusste, ich habe mir irgendwo die Pokémon aufgeschrieben. Stimmt, Mascholo zu 15%. Dich habe ich nicht. So, was ist gegen Kampf denn nicht effektiv? Gestein, Käfer, wow.
Sternschauer, überlebt das? Ich sage ja. Ja, er überlebt es tatsächlich. Cool, Volltreffer ist mir egal. Hypno, komm her. Du darfst ihn jetzt paralysieren, nicht paralysieren, sondern einschläfern. Beziehungsweise einschläfern ist ja so ein schlimmes Wort. Einschläfern tun wir hier keinen. Einschlafen tun wir dich. Ne, hört sich auch nicht gut an. Egal. So, Pokéball, Flieg und Sieg. Und mal wieder gefangen. Cool, ein weiteres Pokémon für unsere Liste. Sag mal her, Kraftprotz. Dieses Pokémon stählt sorgsam seine Muskeln. Es trainiert sehr viele Kampfsportarten. Nein. Marschalle auf Bild PC. Dankeschön. Und das war auch das einzige neue Pokémon hier drin. Ich komme nicht auf die her, aber ich will kämpfen. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, kapiere ich zwar nicht, aber okay. Von mir aus. Gut, Mirapla. Platini. Ja, das wird ein spannender Kampf. Mittlerweile gehen mir auch die Gesprächsthemen aus, muss ich sagen. Irgendwie bei Pokémon Rot kann ich dann so viel quatschen. Ich denke, ich muss mir extra Themen bereitlegen dafür. Weil ich merke, wie ich immer stiller werde und nichts zu sagen habe, weil einfach nichts los ist. Meine Pokémon besteht einfach nur aus Kämpfen, 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 fertig. Hör bloß auf! Wehe, du paralysierst mich. Absorber ist gut, das darfst du. Und ich habe so das Gefühl, dass irgendwas mit meinem Internet gerade nicht stimmt. Vorhin, als ich auf Dingen nachsehen wollte. Respekt! Dieser Samen, hey, cool. Das freut mich. Vorhin, als ich wegen Sternschauer nachsehen wollte, hat schon mein Internet ein bisschen gehangen. Das stresst schon so ein bisschen. Und jetzt sehe ich auch gerade, wie nennt man das, diese Mini-Anwendungen, die es auf dem Desktop gibt. Die habe ich ja, eine davon ist ja diese Wetteranzeige. Und ja, da steht gerade nichts verfügbar und so. Was möchte ich über Spaßvögel wissen? Hast du Vogel-Pokémon oder was? Ey, hast du Vogel? Nee, jetzt kommt er mit Glumanda. Was für Vogel? Mann, 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 Mann. Donnerwelle, komm, du darfst auch paralysiert. Ah ne, ich bin vergiftet. Okay, egal. Erstmal paralysieren. Oh, Raserei. Oh, 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 okay. Mal sehen, wie lange ich es überlebe. Jetzt Donnerschock und... Mann. Angriff nimmt zu, okay, gefährlich. Ja, sehr gefährlich und tschüss. Hab ja nichts gegen Feuer leider. Und werde auch nichts gegen Feuer haben. Oh, gegen den zieht es ja kaum was ab. Okay, gut, das war eine gute Entscheidung. Und weg mit dir. Also ist Glumanda, jetzt hatten wir... hier. Glumanda hatten wir, Bisasam hatten wir, jetzt fehlt nur noch Shiggy. Beziehungsweise Shiggy war ja schon mal da, aber halt noch nicht in der Höhle. Und weg mit dir. Yippie. Cool, dann haben wir schon... Ja, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich würde mal sagen, die Hälfte vielleicht. Oder ein Viertel, ein Fünftel, zwei Fünftel. Ja, so zwei Fünftel würde ich sagen. Haben wir bisher geschafft. Und den Rest gibt's im nächsten Part. Also bis dann, ciao.